Klingt, als ob Mordmama heute stichwütiger ist als sonst. Hey! Mach nichts kaputt da hinten im Frachtraum! Wir kriegen in nächster Zeit keinen Nachschub! Ich bin Groot! Streng? Entschuldigung? Ich bin nicht der Meinung, wir sollten uns den Flurkins zum Fraß vorwerfen. Stimmt's, Drax? Ja. Alles in Ordnung mit dir, Drax? Ich denke über diese Frage nach. Und das ist auch total sinnvoll. Nach der Sache mit Niki und diesem furchtbaren Versprechen. Zusehen zu müssen, wie unsere Lieben noch einmal sterben. Meine Familie ist nicht einfach gestorben. Sie wurde ermordet. Von Thanos. Ich glaube, ich will nicht darüber sprechen. Was ist bloß los mit ihr? Wir müssen zurück. Klar, wir sind Helden, aber das hat Grenzen. Hey Rocket, hast du eine Minute? Ich habe auf Nowhere was gekauft, um diese Nova-Core-Sperre zu lösen. Der Typ hat gesagt, das wäre ein Sperrenabschalter. Etwa nicht? Vielleicht ein Schrottabschalter, wenn's hochkommt. Oh. Wie oft muss ich euch das noch sagen? Kein Einkauf von Tech ohne Rocket. Okay. Meine Sachen herzustellen macht mehr Spaß. Aber ich leih dir meine Pfote. So viel Aufwand und am Ende kommt nichts Glänzendes dabei raus. Schade. Ich halte nichts von Zahnputztabletten. Manuelles Bürsten ist das einzig Wahre. Ein ganzer Arm? Haben wir damit 10% von Raker erledigt? Und ich sage, wir lassen die anderen 90% in Ruhe. Ich bin zwar nicht unglücklich, dass ich dieses kleine Wunder zerlegen darf, aber näher will ich diesem verflagten Kult nie wiederkommen. Husch, husch, mach Platz! Was guckst denn du so? Oh nein, du kaust auf meinem Schiff nichts mehr kaputt! Meinem Schiff! Husch, flag dich! Wow, das Bedienfeld muss ja echt lecker ausgesehen haben. Wofür ist das überhaupt? Zur Notsteuerung der Türen sollte eigentlich jeder Schiffsbesitzer kennen. Hey, sehe ich aus wie ein Ingenieur? Nein. Ich bin Groot. Was ist mit dir, Kumpel? Geht's dir gut? Bist du sicher? Wir haben da drin ziemlich krasses Zeug gesehen. Ich bin Groot. Ja. Yeah. Vielleicht bin ich nicht der Richtige, um das mit dir zu besprechen. Aber du solltest definitiv mit Rocket drüber reden. Gut, dass ihr beide füreinander da seid. Pass auf dich auf. Ich bin Groot. Gibt's was Neues? Ich bin Groot. Wächter von Galaxy. Cosmo, Kumpel, wo warst du? Wir haben dich nicht erreicht. Sorry, Piotr Quill. Cosmos Pfoten gebunden. Universelles Kirche von Wahrheiten ist auf Nowhere. Was? Alles in Ordnung? Im Augenblick schon. Cosmo hatte rechtzeitig Warnung, aber Continuum-Cortex abgeschaltet. Zur Sicherheit. Gehen hoch her, da. Dein kleiner Detektivtrip hätte uns fast umgebracht. Mehr Infos, wenn wir da sind. Nicht.
Dieses Problem ist größer als Cosmo. Wächter von Galaxien müssen nach Xandar und Worldmind um Hilfe bitten. Cosmo leider kommt nicht durch. Wächter von Galaxien müssen unbedingt... Cosmo, bist du da? Was ist los? Ich bin Groot. Werden wir angegriffen? Das sind also die Feiglinge, die Lady Hellbenders Ehre verletzt haben. Oh, schön. Und wer zum Flak bist du? Eigentlich führe ich keine Gespräche mit irgendwelchen niederen Lebensformen. Aber mein Vertrag mit Lady Hellbender verlangt das leider von mir. Deshalb, Abscheulichkeit, darfst du mich mit meinem Titel ansprechen. Ich bin Captain Glory, Anführer der Lethal Legion. Lethal Legion? Wohl eher Loser Legion. Wir sind umzingelt. Hör mal, ich weiß, Lady Hellbender ist voll angepisst, aber jetzt ist es gerade wirklich ungünstig. Glaubst du, sie lässt euch ohne weiteres ziehen, nur weil ihr auf Nowhere irgendwie den Blood Brothers entkommen seid? Ja. Dann bist du genauso ein Idiot wie die. Lady Hellbender lässt grüßen, ihr sogenannten Wächter der Galaxie. Gleich werdet ihr eliminiert. Nein, du wirst gleich eliminiert. Cool. Ach, wir schaffen das. Wahrscheinlich. Schlagt hart zu und zeigt keine Gnade. Auf diesem Schrotthaufen ist nichts, das wir brauchen können. Wir stehen unter Beschuss! Diese Typen haben ein miserables Timing. Wäre ich doch nur im Hundegefängnis geblieben. Können wir Lady Ace nicht einfach den Schuldschein schicken? Sie wird die Bezahlung in Blut wollen. Wahrscheinlich in deinem. Hör auf, Befehle zu bellen, Groot. Du kannst sie doch nicht mal fliegen. Mann, wie viel Geld hat sie diesen Typen denn bloß angeboten? Mehr als dieser Revenger schon wert ist, die. Diese Schiffe sterben nicht schnell genug. Das Problem lässt sich lösen. Mach bitte einen Fluchtversuch. Ich würde euch zu gerne jagen. Der Freitag Morgenlatte redet wieder wie ein Wasserfall. Das macht keinen Spaß. Ich bin Groot. Halt durch, Kumpel. Noch haben sie uns nicht getötet. Du darfst gerne angeben, Quill. Sie haben mein Baby beleidigt. Sieh einfach zu. Gutes Gefühl, dass Kopfgeldjäger hinter uns her sind. Das heißt, wir machen uns langsam den Namen, richtig? Im Gegensatz zu dir habe ich meine Hausaufgaben gemacht, Peter Kill. Diese Typen haben ein miserables Timing. Noch ein Problem für uns, ein Haufen von Problemen. Wir brauchen auch nur eins. Red keinen Sturz, wir haben gerade jede Menge von euch erledigt. Ich hab den Typen erwischt. Na, wer ist jetzt die niedere Lebensform? Immer noch ihr. Peter, ich empfange da irgendwas. Was? Sieht aus, als müsste ich es selbst erledigen. Gut, ihr habt meine Jäger besiegt. Aber mein Kreuzer wird euch zerschmettern. Was das? Und damit hast du
geprallt? Was soll das heißen? Nichts. Es ist... Naja, es ist bestimmt sehr bequem. Lass mich nicht verhöhnen! Da ist doch irgendwas dagegen. Das hat gewirkt! Schieß weiter auf die Auslasskanäle! Euer Plan wird nicht gelingen. Danke, damit hast du das Gegenteil bestätigt. Lady Schädelfossi hat echt ein miserables Timing. Ist sie hier? Nur ihre Handlanger. Diesmal. Klingt langsam wie Rocket. Das nennt man Spracheffizienz, Quill. Ich habe das Gefühl, wir haben die gesamte Galaxie verärgert. Zumindest einen großen Teil davon. Wir müssen wirklich an unserer PR arbeiten. Alles okay da drin, Cap? Halt still, dann zeig ich's dir. Schrottsäcke interessiert, ob die Galaxie belagert wird. Genau in den Auslasskanal. Macht sie endlich fertig! Das ist eine Kunst! Ha! Quill hat gerade versucht, der tödlichsten Frau der Galaxie was übers Töten zu erklären. Wie viel kriegen diese Typen wohl dafür bezahlt, dass sie uns töten? Ich guck mal, was auf uns ausgesetzt ist. Oh Mann, die kriegen ja nur Kleingeld. Wirklich? Werden wir noch hören. Um Lady Hellbender kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal nach Xander. Gib Gas. Yep. Die alte Dame braucht ein Lifting. Gern, sobald wir auf der Station sind. Hey, von den Eimerköpfen kommt keiner in die Nähe von meinem... Wow. Das ist mal ein kosmischer Verkehrsstau. So viele Schiffe für Xander habe ich seit Anfang des Galaktischen Kriegs nicht mehr gesehen. Groot, mach mal einen Kanal auf. Mal checken, was da los ist. Ich bin Groot. Rüsten fliehen. Energievorrat aufgebraucht. Brauchen Zugang zu Einrichtungen. Die Schiffe kommen von konvertierten Welten. Das sind Flüchtlinge? Brauchen dringend Andockfreigabe. Bitte antworten, schnell. Groot, das ist genug. Ich sehe keine Rettungsshuttles rauskommen. Sie ignorieren sie. Nein, 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 nein. Das Nova Corps ist zwar ein Haufen selbstgerechter Eimerköpfe, aber trotzdem sollten sie den Leuten helfen. Das ist ihr verflagter Job. Halt den Ball flach, Rocket. Wir rufen die Station und fragen nach dem World Mind. Groot? Willkommen im Hauptquartier des Nova Corps. Gib bitte deine bevorzugte Kommunikationssprache an. Ich bin Groot. Ich weiß, Kumpel, aber so können wir Startyps-Fehler alle gemeinsam verfolgen. Wie können wir dir helfen? Ein Jäger muss sich schnell entscheiden, Klein. Wir sollten melden, was Wrecker vorhat. Danke, dass du proaktiv bist. Aber der kommende Untergang der Galaxie macht alle künftigen Verbrechen irrelevant. Nimm irgendwas, Peter! Glückwunsch zu deiner Entscheidung, dem Chor beizutreten. Gib zunächst deinen vollen Namen, deine Bezeichnung oder Seriennummer an. Richard Ryder. Star-Lord. Quills Mom!
Diese Strategie ist fruchtlos. Ach komm schon, Muskelhirn, es könnte klappen. Oh, die Flotte der Himmelskörper oder die künstliche Anlage an, von der du stammst. Irgendwo. Erde. Ich habe weiterhin Zweifel an der Strategie. Sei still. Ja, vielleicht funktioniert nicht heute. Aber sieh dir den Mist an, das ist rasend komisch. Nope. Beschreibe abschließend in wenigen Worten, warum du dem Nova Corps beitreten möchtest. Weil ich will für Gerechtigkeit sorgen. Anscheinend kann die beste KI der Welt das nicht verarbeiten. Gut gemacht, nicht anfassen. Jungs. Hände weg! Weg da! Okay, das hat Spaß gemacht, aber komplette Zeitverschwendung. Irgendwelche anderen Ideen? Nach dem Scan deines Schiffs haben unsere fast perfekten Algorithmen mehrere potenzielle Offiziere vorsortiert. Die Zuweisung von Ressourcen zur direkten Kommunikation mit uns wurde verweigert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Naja, ein Versuch war's wert. Versuchen wir was anderes. Ich weiß, wir treten dem Chor bei und rauben's aus. Ich bin Groot. Groot will, dass du Worldmind auswählst. Kadett Nicolette Goals Kommunikationsprivilegien sind aufgehoben, solange wir ihre Beteiligung an nicht sanktionierten Kultaktivitäten untersuchen. Du solltest deine Brut zwingen, uns zu antworten. Das kann ich nicht. Sie ist unabhängig. Ich weiß, wir treten dem Chor bei und rauben's aus. Squall runter, Squall runter! Hey, deine Bullenfreundin ist immer noch aufgelistet. Die Identität von Nova Prime ist vertraulich und jede Kommunikation ist bis auf Weiteres untersagt. Hm, es sagt nicht welcher. Warum denn überhaupt auflisten? Ich bin gut. Scroll wieder hoch. Ich glaube, ich habe was Interessantes gesehen. Steht da Nova Prime? Irgendeine Idee welcher? Wen interessiert das? Ich denke, alle hier sind zu beschäftigt oder tot, um zu antworten. Wir müssen dir leider mitteilen, dass der Marion Carlos aktuell verschollen und wahrscheinlich tot ist. Hey, ist das nicht der Eimerkopf, den wir auf dem Rock erledigt haben? Wir haben ihn definitiv nicht ermordet und das auch nicht vor einer Nova-Core-Konsole zugegeben, Rocket. Hey, Blueberry, hast du eine Idee? Wir sollten ein anderes Menü probieren. Core-Soldat Day gilt als im Einsatz vermisst und kann nicht antworten. Ich habe von ihm gehört, er war beim Widerstand. So viel zu den fast perfekten Algorithmen-Infodienst. Schon wieder dieses Menü? Quill, wenn du Cree wählst, beiß ich dir die Ohren ab. Was machst du da, Star-Typ? Ich stimme dem Nager zu. Deine Sprachwahl ergibt strategisch keinen Sinn. Ich bin Groot. Groot sagt, du solltest die oberste Option nehmen. Pro Zyklus ist nur eine Bewerbung erlaubt. Und du kannst eine abgebrochene Bewerbung nicht fortsetzen. Ich bin Groot sagt, du solltest dich beeilen. Ein bisschen Hilfe, Groot. Ich bin Groot. Verlesen? Ach, ignorier Groot. Nimm einfach irgendwas, bis es klappt, Quill. Oh nein, das kann ich nicht zulassen, Quill. Ich bin Groot. Beeil dich, Star-Typ. Ich bin Groot. Was soll das heißen, der vergangene Verbrechen-Button sieht einsam aus? Wir wissen von der aktuellen Bedrohung, können aber keine Ressourcen darauf verwenden, sie zu bekämpfen. Wir sollten Ihnen von dem Versprechen berichten. Klar, weil die ganzen anderen Schiffe ja noch nicht den gesamten Funkverkehr damit blockieren. Aufgrund der bevorstehenden Auslöschung der Zivilisation können wir keine neuen Fälle anlegen. Wenn wir uns stellen, würde das Ihre Aufmerksamkeit erregen? Nein, ich bin Groot. Verbindung zum Bankdienst wird hergestellt. Es klappt, ich fasse es nicht. Gärtner der Galaxie. Was habt ihr vorzubringen? Hey, Worldmind, lange nicht gesehen. Ich bin's. Peter Quill, Star-Lord. Und es heißt Wächter der Galaxie. Da ist noch ein Nachtrag. Wir brauchen eure Hilfe. Bei eurer Strafe? Nein. Nein, natürlich nicht. Bei der Rettung der Galaxie... Die Galaxie ist nicht mehr zu retten, Peter Quill. Was?
ein als das Versprechen bekannter Massenbahn erobert die Sternsysteme und konvertiert jeden bei Kontakt. In weniger als 3 Zyklen hat er sich ausgebreitet von der Besatzung einer einzelnen Fregatte auf mehrere Außenposten, Welten und Systeme. Praxius 9, Riegel 3. 75,222% der Andromeda-Galaxie. Alles verloren. Contraxia erwähnt sie natürlich mit keinem Wort. Plural, erwähnen. Das World Mind ist ein kollektives Bewusstsein. Hör zu. Wir wissen, wer hinter diesem Versprechen steckt. Wir haben das live erleben dürfen. Wir wollen euch informieren, damit ihr das beenden könnt. Waren wir nicht deutlich genug? Die universelle Kirche der Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten. Ich sag doch, sie sind ein Kollektiv. Es ist eine Maschine. Ja, und das sind Teile von mir auch. Aber wehe, du bezeichnest mich als S. Ich bin gut. Hör zu. Wir sind gerade vom Mutterschiff der Kirche entkommen. Wir haben einen ganzen Haufen Infos, mit denen ihr sie besiegen könnt. Du kannst uns nichts erzählen, was wir nicht bereits wissen. Ich weiß mit Sicherheit ein paar Sachen, die nicht mal ein Supercomputer wissen kann. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, wie man das Gefieder eines Shia-Kriegsvogels pflegt. Wie konntest du das überleben? Weil ich weiß, wie man das Gefieder pflegt. Ach ja, und ich weiß, woher man gehackte Nova-Core-Helme zu lächerlich niedrigen Preisen bekommt. Was denn? Sie wissen nichts davon, sonst würden Sie was unternehmen. Naja, also auf jeden Fall sind wir erfahren, haben viel erlebt. Wir haben das Versprechen überlebt und können euch vielleicht helfen, den Gegner zu besiegen. Das wäre möglich. Wir haben eine Auswertung individueller Erfahrungsberichte in unserer Datenbank bisher außer Acht gelassen. Gut, stecken wir doch die Köpfe zusammen. Sind etwaige Superparameter ungenügend definiert. Somit wäre eine Abfrage zum jetzigen Zeitpunkt unvernünftig. Nun, entschuldigt uns bitte. Die universelle Kirche der Wahrheit nähert sich gerade diesem Raumsektor. Wir müssen unbedingt von hier fort sein, bevor sie eintrifft. Ihr lauft einfach davon? Was ist mit den Flüchtlingen? Lasst ihr sie einfach schutzlos zurück? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung der Kultur von Xander. Alles andere ist sekundär. Habt ihr mal gesehen, wie euer Planet aussieht? Die Kultur von Xander ist im Eimer. Kultur ist mehr als nur ein Ort. Euch untersteht das Nova Corps. Es ist eure Pflicht, die Galaxie zu schützen. Das ist nicht korrekt. Wie? Die Eimerköpfe gehören nicht zu euch? Es ist nicht unsere Pflicht, diese Galaxie zu beschützen. Wir überwachen sie nur, um frühzeitig von Bedrohungen zu erfahren. Oh, ihr schützt also nur euch selbst. Ein logischer Nebeneffekt unserer Primärdirektive. Ihr habt in der ganzen Galaxie Offiziere, die ihr Leben für euch geben. Und ihr seid zu feige, ihnen beizustehen? Das Risiko ist zu groß. Es wäre ein sinnloses Opfer. Aus unbekannten Gründen hortet die Kirche Unmengen an Ressourcen. Ihr Einfluss sprengt all unsere Wahrscheinlichkeitsmodelle. Dann passt eure Modelle an. Bei der nicht zu begreifenden Energiequelle des Feindes ist das schlicht nicht möglich. Ihr meint die Glaubensenergie? Glaube als Energiequelle ist unlogisch. Wir können keine Szenarien im Hinblick auf etwas berechnen, das nicht existieren dürfte. Also lasst ihr die Kirche einfach gewinnen? Ohne Quantifizierung der Energiequelle ist ein Bekämpfen nicht möglich. Die meisten Lebewesen haben nicht den Luxus, die Chancen zu berechnen, bevor sie in den Kampf ziehen. Deshalb scheitern sie. Drax ist strohdumm und bisher noch nie gescheitert. Ihr habt doch nur Angst. Ihr kriegt ein Berechnungsproblem nicht gebacken und schon haut ihr ab. Angst ist eine emotionale Reaktion. Fragwürdig. Wir empfinden keine Emotionen, daher können wir keine Angst haben. Wieso lauft ihr dann davon? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung. Ja, ja, bla bla bla. Seid ihr eine Superintelligenz der Klasse G oder eine Endlosschleife? Wir verstehen, dass euch unsere Entscheidung zu gehen missfällt. Aber euer emotionaler Zustand ist nicht unsere primäre Sorge. Wir haben uns erst nach Erwägung aller verfügbaren Optionen dazu entschieden. Eine Komplettsuche in unseren gesamten Datenbanken ergab, dass nur ein einziges Wesen sie potenziell aufhalten kann. Was für eins? Nicht was. Wer? Adam Warlock. Der ursprüngliche goldene Gott der Kirche. Unglücklicherweise kam er im letzten Jahr des Galaktischen Krieges ums Leben. Super. Also kann es niemand.
Es freut uns, dass ihr zur selben Schlussfolgerung gekommen seid wie wir. Aber nun sind unsere Reisevorbereitungen beinahe abgeschlossen. Lebt wohl, Wächter der Galaxie. Nein, wartet! Typisch Novakor. Hat uns damals nicht geholfen, hilft uns jetzt nicht. Ich bin Groot. Was? Machst du Witze? Groot sagt, der Infodienst verlangt immer noch das Strafgeld. Mhm.